Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute Tag 12 unserer Bali-Reise. Es geht langsam zu Ende. Und ja, erste Nacht in diesem wunderschönen Homestay. Schaut mal, da ist ein Papaya- oder Mangobaum. Total cool. Ja, und jetzt machen wir uns fertig. Wir kriegen hier kein Frühstück oder so. Da muss man sich komplett selber drum kümmern. Deswegen waren wir gestern ein bisschen einkaufen. Machen uns gleich unser Frühstück. Ja, und dann geht's zum Giti Giti Wasserfall im Norden von Balis. Der Fahrer holt uns um 8:30 ab. Das ist total cool. Ich meine, wir bezahlen jetzt 450.000 Rupia, das sind um die 30 Euro für einen Fahrer, den wir dann 10 Stunden lang zur Verfügung haben. Und der fährt dann mit uns dahin, wo wir wollen. Das ist total günstig, pro Person 15 Euro. Also das ist dann pro Auto. Das heißt, wenn wir sogar noch mehr Leute wären, wäre das natürlich noch günstiger. Ja, und da sind wir auf die Wasserfälle gespannt. Und ja, meine Haare sind so kaputt, das ist schon nicht mehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinkriegen werde in Deutschland. Aber die sind so trocken hier unten. Die fühlen sich einfach nur noch an wie Stroh. Das ist richtig heftig. Weil ich habe natürlich mein Öl nicht mitgenommen, weil ich dachte, okay, Öl für die Haare, Luxusartikel brauchst du nicht, weil wir auch nur Rucksäcke mit dabei haben. Aber das ist, ja, was habe ich mitgenommen? Öl zum Abschminken, obwohl ich hier nie geschminkt bin. Also zweimal, glaube ich, in dem Urlaub bisher. Ja, das ist richtig scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass ein gutes Stück nach dem Urlaub abkommen wird. Ja. Hast du denn gut geschlafen? Mhm. Ja. Ja, auch geschlafen, danke. Mein Schatz ist ja jetzt nicht so, der vor der Kamera so offen spricht. Sonst quatsche mir mal ein Kotelett ans Ohr und hier. Ach, na klaro. Und hier kriegt er dann, sobald ich die Kamera an habe, kriegt er den Mund nicht auf. Naja. Ja, auf jeden Fall, das ist heute der Stand der Dinge. Heute Morgen haben wir eine tote Eidechse bei uns im Zimmer gefunden. Das war traurig. Das fand ich sehr traurig, oder? Mhm. Dann hat wollte Moritz die halt über den Balkon schmeißen und dann ist der Schwanz abgefallen. Das war auch traurig. Und dann haben wir noch eine dicke, tote Kakerlake gefunden bei uns im Zimmer. Das fand ich jetzt nicht so traurig. Obwohl es ja auch ein Tier ist. Hammer, da sind wir jetzt gerade einfach so auf der Straße und wir sind überall. Aber unser Taxifahrer hat gesagt, wir sollen vorsichtig sein. Da oben ist auch einer. Wir sollen vorsichtig sein, weil wir haben hier keine Ranger. Wir sind hier alleine und das sind wilde Affen. Und deswegen halten wir ein bisschen Abstand. Hast du da viel Zeit? 10.000. Kann ich
dir auch eine geben? Hier. Boah, die sind hier aber viel größer als im Monkey Forest, ne? Weil da hinten ist noch so ein dicker, willst du dem auch eine geben? Takes you higher, I will forever be intertwined with you. When the sun rises, so, jetzt gehen wir zu den Wasserfällen, Gitti Gitti. Wir sind jetzt hier wieder mitten im Dschungel und müssen jetzt wieder hier voll viele Berge hochlaufen. Ist voll steil hier. Ich kann schon wieder nicht mehr. Bin ich mal gleich gespannt, ob der Wasserfall schön ist. Oh, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Hört ihr das, wie laut es hier ist? Oh nein. Müsst ihr die Treppen hoch? Oh ja. Oh, ich habe so viel abgenommen im Urlaub. Das ist schon krass. Alle nehmen immer zu in All-Inclusive-Urlauben und ich nehme ab. Aber ich mache auch kein All-Inclusive. Das ist gut. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier am Gitti Gitti Wasserfall. Und der ist mega schön. Der Moritz ist da. Und ich springe jetzt auch hinterher und das Wasser soll richtig, richtig kalt sein.